Ja, man lernt immer wieder dazu. Für Sie vielleicht auch ein Grund, Dreisat einzuschalten. Unser Sender ist Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, um unabhängig zu berichten. Er wird staatsfern finanziert und von Gremien mit Vertretern der Bundesländer, der Zivilgesellschaft oder auch Religionsgemeinschaften überwacht. Insgesamt 21 Fernseh- und 74 Radioprogramme plus Mediatheken und Inhalte auf anderen Plattformen kosten 18,36 Euro im Monat. Damit es nicht teurer wird, haben die Länder vergangene Woche einen Reformstaatsvertrag vorgeschlagen. Die Sparmaßnahmen könnten auch Dreisat und Nano treffen. Die Rundfunkkommission hat eine Gruppe von Fernsehkanälen in drei Körbe eingeordnet. Von den 10 genannten Kanälen sollen 3 bis 6 künftig entfallen. Im Bereich Information geht es um Tagesschau 24, Phoenix, ARD Alpha und ZDF Info. Von den 4 Kanälen sollen 1 bis 2 übrig bleiben. Für Zuschauer zwischen 3 und 45 Jahren sieht die Kommission ebenfalls 4 Kanäle: Kika, Funk, ARD One und ZDF Neo. 2 bis 3 davon sollen bleiben. Dreisat und Arte zählt die Politik zum Kulturbereich. Arte soll bleiben, die Inhalte von Dreisat teilweise oder vollständig in Arte überführt werden. Was heißt das konkret? Aus 2 mach 1, geht das überhaupt? Dreisat ist ein gemeinsames Programm deutschsprachiger Sender aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dem federführenden ZDF, dem ORF, dem SRF und der ARD. Dreisat feiert in diesem Jahr 40-jähriges Jubiläum. Bei seiner Gründung überwand Dreisat die Grenzen Nachkriegseuropas. Bis heute ist es das einzige Gemeinschaftsprogramm im deutschen Sprachraum geblieben. Die Schwerpunkte Kultur, Wissenschaft und Bildung nehmen bei Dreisat einen großen Raum ein. Arte ist eine deutsch-französische Kooperation, die per Staatsvertrag gegründet wurde und seit 1992 gesendet wird. Heute hat Arte Assoziierungsverträge mit 11 weiteren europäischen Sendern. 1992 wurde ein klarer europäischer Auftrag festgelegt. Mit Kultur soll Arte das Verständnis und die Annäherung der Völker in Europa fördern. Seit der Gründung hat sich das noch verstärkt. Heute richtet sich Arte noch internationaler, noch europäischer aus. Unterschiedliche Ausrichtungen, unterschiedliche Partner, unterschiedliche Vertragsformen. Passt das zusammen? Die Erläuterungen zum Entwurf lassen Spielraum. Es wird daher ermöglicht, in Absprache mit den europäischen Partnern, das bisher eigenständige Dreisat-Angebot in Arte zu integrieren. Eine Verpflichtung hierzu besteht nicht. Das klingt vage. Und es ist vor allem noch nicht beschlossen. Bis zum 11. Oktober läuft die öffentliche Anhörung zu dem Entwurf. Über ein Formular auf der Seite der Rundfunkkommission Rheinland-Pfalz kann jeder, der möchte, eine Stellungnahme abgeben. Ende Oktober wollen die MinisterpräsidentInnen entscheiden. Ja, und wenn Sie für Dreisat und Nano eintreten wollen, würden wir uns sehr über Ihre Unterstützung freuen.